Hey Leute, was geht? Hier ist wieder DeepJosh mit einem brandneuen Part von Pokémon World Wide 2. Im letzten Part haben wir das Rätsel erfolgreich gelöst und jetzt kümmern wir uns mal um das Kyurem da drüben. Aber dann natürlich werden wir erstmal gestört von einem komischen Typen, der uns gleich herausfordert. Ja, und zu dem Part muss ich jetzt sagen, ich muss diesen Kampf nochmal aufnehmen, weil, ja, mein Aufnahmeprogramm meinte, nein, ich nehme nur die letzten Sekunden auf. Oh, komm. In den letzten Part hatte ich ja den Boss besiegt und gegen den nächsten noch verloren, aber ich mache in diesem Part nur den... Na toll. Falsches Pokémon draußen, natürlich. Ich wollte eigentlich mein Feuer-Pokémon als erstes draußen haben, weil der Typ hat ja hier nur Eis-Pokémon meistens. Oh Gott, ne. So, okay, es ist nicht sehr effektiv, aber... Ah ja, wir haben ja zum Glück den... Typenvorteil, was er Eispflanze ist und vielfach Schwäche. Ah ja, Fokusband, ich hasse dich. Oh, okay. Und den Fokusblast, den haben wir zum Glück ausgewichen. Das Ding hat irgendwie keine Genauigkeit. Ich weiß auch nicht warum. Aber das ist ja uns auch total egal. So, was kriegen wir dann als nächstes vorgeschrieben? Am Mammutspein. Da brauche ich definitiv jetzt meine Levi. Ah, denn der wird das schon irgendwie richten. So. Wir wissen. Ach, ich will einfach nochmal sicher gehen. Mit Blättersturm. Und. Ja, fertig. Gut. Weg ist das Ding. Gut. Oh Gott, na, ich denke mir mal, dass der Part hier ein bisschen kürzer wird. Oder ich hänge. Also eigentlich wäre es klüger, wenn ich den irgendwo ranhängen würde. Wenn es nicht so lange dauern wird. 4 Minuten sind ja in Ordnung. Okay, mal gucken, wie lange wir für den Boss hier brauchen. Ich denke aber mal nicht so lange. So, Inferno müsste nicht... Ah, toll. Lightstream, noch komm. Ich mag dich nicht mit... Spezialverteidigung, auch komm. Das ist nicht dein Ernst. Ja, Spezialverteidigung bringt ja auch nichts, wenn ich dich wegritte. Gut. Dann passt es ja. So, was kriegen wir als nächstes? Ein Varrein. Da brauche ich mein Thunder mal wieder. Obwohl, da hätte ich aber auch theoretisch auch mein Pflanzen-Pokémon einsetzen können. Ach, das. Ja, okay. Da wohl doch besser nicht. So, Donnerblitz. Und wie viel Schaden machen wir? Ja, es ist ein Crit gewesen. Das erklärt alles dann. Gut. So, mal gucken. Was haben wir denn als nächstes? Ein Triftblim. Da bleibe ich erstmal drin. Das ist da von Geistflug. Oh mein Gott, das hat mal kein Eis-Pokémon. Ernsthaft. Das geht ab mit dem. Oh, Schattenball, okay. Du meinst. So, ich glaube. Ja, noch ein Donnerblitz. Und dann ist das Ding auch weg. Oh, toll. Hypnose. Ja, schläfer mich ein. Bringt dir sowieso nichts mehr. Weil du wirst wahrscheinlich jetzt durch Hage drauf gehen. Ja. Schön. Gut. Sandra, ich Level 63 und ja, das kannst du von mir aus lernen. Die Discharge ist. Der ist ein bisschen stärker, so um 90 Schaden und macht physischen Schaden. Ein Wieweil. Da wechsle ich das Pokémon. Das ist ein Sneebel. Oder Snubuna. Ich weiß es gar nicht. Was jetzt die Weiterentwicklung? Muss da die Weiterentwicklung. Der ist Snubuna. So, Aurasphäre. Wäre eigentlich eine ideale Attacke. Weil es hat ja eine Vierfachschwäche gegen Kampf. Weil Unlicht und Eis. Gott. So, Aurasphäre und tschüss. Oh. Ah, okay. Das hat zumindest kein Fokusband. Mal ausnahmsweise. Okay. So, yay! Wir haben ihn besiegt. Gott. Oh mein Gott, wie kannst du mich besiegen? Ich bin jetzt ganz beleidigt. Okay. So, gehen wir durch das Portal. Und da hat Chorus was zu labern. Hallo, willkommen. Ich untersuche die Sachen hier mit den Pokémon. Ihr wisst ja, was ich meine. Die Power und so weiter. Und wenn du stark genug bist, kannst du gegen mich kämpfen. Also, komm dann zu mir. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Im anderen Abschnitt des Videos. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich habe das ja vorher aufgenommen. Bla, 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 bla. Ihr wisst ja. Bisschen Zwischentraining und so weiter. Okay, dann bis gleich.
Hey Leute, was geht? Hier ist wieder Deep Josh mit einem brandneuen Part von Pokémon Worldwide 2. Im letzten Part haben wir leider gegen Chorus verloren, aber in diesem Part wollen wir ihn jetzt nun endlich mal schlagen. Ich habe meinen Pokémon ein bisschen trainiert, aber nicht so hoch, dass er noch keine Herausforderung für uns sein wird. Also ich denke mir mal, es wäre jetzt eine gute Idee, wenn wir ihn jetzt mal herausfordern würden. Eventuell. Aber mal schauen, was wir gleich hier machen können. Okay, es kommt ein komisches Psycho-Pokémon uns entgegen. Was meint denn eigentlich mit dem Psycho-Pokémon? Mimimi. Okay. So, okay. Ich glaube, ich sollte das Flammenwurf mal ein. Ich denke mal, es ist auch eine Alternative zu dem, was ich sonst mache. Oh, okay. Trick Room. Er meint, dass das irgendwas bringt. Oh, ja. Das bringt ihn dazu, höhere Initiative zu haben als ich. Das ist doof gerade. Ah, okay. Das ist das einzige Problem, was wir derzeit haben hier. So, ein Rotom. Da wächst sich natürlich das Pokémon. Ja. Earthdrake, machst du mal bitte weiter. Ich denke mal, du schaffst das schon irgendwie. Das Ding relativ fix zu besiegen. Okay, das ist ja sowieso nur ein komisches Hydrobombenvieh. Ich hoffe, wie. Ja. Oh, Livita, mein Gott. Haben das jetzt, hat das etwa jedes Vieh oder was? Das ist doof. Das finde ich extrem doof hier. Okay, Drachenklaue. Ob das. Ja, es macht relativ viel Schaden. Da würde ich aber sagen, dass ich erstmal meinen Pock. Nicht mit Freshwater. Nee, definitiv nicht. Ich habe genügend Heiltränke, um das zu heilen. Okay. So, mal. Ah, okay. Okay, ist wieder normal. Okay, dann darf ich ja auch wieder vorangreifen, oder? Ja, natürlich. Gut. Tschüss. Komm, ist das Ding. Ernsthaft. Mein Gott. Nerviges Vieh. Porygon Z. Oh. Oh. Dash, komm du mal raus. Ich denke mal, du bist ziemlich gut gegen Porygon, weil es ja von Typ normal ist. Müsste theoretisch eigentlich so sein. Hyper Beam. Oh Gott, Hyperstrahl. Ob das... Oh, shit. Toll. Ja, es verliert auch HP. Mein Gott. Okay, wir müssen es jetzt in zwei Runden besiegen. Denke ich mal. So, los, Comet müsste eigentlich eine gute Attacke gegen das Ding sein. Und ist sogar sehr effektiv weg. Gut. Oh Gott, warum setze ich nicht einfach mal mit Blade ein? Klickenklang, okay. Das ist Elektro. Okay. Shadow, komm du mal raus. Du müsstest da, ich glaube, gut gegen einen Klickenklang ankommen. Das ist der Stahl-Elektro. So, ich glaube, Entfernung müsste da nicht recht gut sein gegen das Ding. Ich habe keine Lust, dass das Ding irgendwie uns gefährlich sein könnte. Oh, natürlich hat es robuster. Oh, ne. Oh, ist verbrannt. Oh, scheiße, Erdbeben. Oh mein Gott, wir haben es überlebt. Das nennt man echt Luck. Das nennt man richtig Luck. Hier. Ja, Metacross. Da wechselt sich natürlich das Pokémon. Okay. Komm mal raus, Levi. Ich denke mal, du bist ein guter Einsatz hier. Oh, ey. Luftballon, mein Gott. Okay. Blättersturm müsste eigentlich relativ gar nichts abziehen. Gut. Agilität, oh mein Gott. Aber ich hoffe noch, dass wir noch schnell genug sind, um noch ein bisschen was zu reißen. Meteor Smash. Ah, macht zum Glück nicht so ganz viel Schaden. Und wir machen gar keinen Schaden. Okay. Da würde ich mal sagen, dass ich erstmal meinen Pokémon hier heile. Bevor wir jetzt irgendwie was anderes machen. Na, jetzt haben wir wieder das Problem, dass das Metacross wieder so. Oh, cool. Kann ich die Runde ja auch noch nutzen, um mal kurz Shadow hoch zu sein. Aber das Problem ist ja, dass das ja. Wart mal kurz. Oh, das war ein Crit. Und das ist seine Attacke steckt. Toll. Blade, komm du raus. Ich denke mal, du müsstest jetzt das irgendwie noch hinkriegen. Oh Gott, ein Meteor Smash. Das wird böse. Okay, gut, du hast es überlebt. Aber nächsten Attacke wirst du definitiv nicht überleben. Darum meine ich ja auch, dass ich dich, glaube ich. Ah, Mann, das ist ein bisschen doof gerade. Ich mag dieses Vieh nicht. Erwarten. Der setzt doch wahrscheinlich gleich seinen Heiltrank ein. Also würde ich dann mal sagen, dass ich den Kampf nutze. Ja, genau, das meine ich ja damit. Und dann ihn nochmal einmal angreife. Bevor irgendwas hier ist. So. Gut. So,
So, ich glaube, den nächsten Kampf wird... Werde ich das jetzt noch überleben? Hm, das ist jetzt die große Frage. Ah, warte, warum setze ich das jetzt ein? Das ist dumm gewesen. Ich habe doch schon fast keine Verteidigung mehr. Achso, okay. Hm. Wer lebt denn noch? Oh Gott, ne. Hm, ich müsste da nicht kämpfen, aber... Das ist das Problem gerade. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen soll. Wenn ich angreife, bin ich tot. Okay. Lass uns da mal hochfliegen. Sandkopfnuss? Ach, das ist ja... Oh. Das war ein Crit. Toll, danke. Okay, Earthdrake, du bist ja noch da. Ich hoffe, sein Ding ist jetzt auch weg. Oh Gott, ne. Und ich hoffe, ich überlebe das auch. Okay. Oh mein Gott, sein Angriff steigt noch mehr. Okay, sein Luftballon ist weg. Und er ist tot. Gott. Oh mein Gott. Gott. Magnuson. Da bleibe ich erstmal mit dem Pokémon drin. Okay. Ah, oh, es hat auch einen Luftballon. Oh mein Gott. So, dann einmal kurz heilen. Ich hoffe, das reicht auch immer, um meine Pokémon alle wieder zu holen. Ah, Flash Cannon. Ah, gar nicht. Was willst du denn mit der Flash Cannon? Das ist eine Stahlattacke, oder? Oh, macht er ordentlich Schaden. Das ist das Problem gerade. Okay, wenn du eine andere Attacke einsetzt, kann ich auch noch was anderes haben. Oh mein Gott. Hör auf damit, bitte. Danke. So. Hm. Das ist die große Frage, wie ich... Ah, ich glaube, ich habe schon eine Idee hier. Ach, Shadow lebt noch. Oh. Hm. Dann probiere ich da nochmal kurz, ob ich irgendwie sein... Ah, ich dachte sogar vorangreifen. Gut. So, zumindest ist sein Luftballon schon mal weg. Falls da noch irgendwas passiert. Okay. Natürlich kommt jetzt ein Crit. Na gut, dass ich da vorangegriffen habe. So. Shadow, komm du raus. Inferno. Oh, natürlich. Ah, Donnerwelle, toll. Hm. Ja, ich hole mal kurz unseren Earthdrake mal wieder. Das wird, glaube ich, bessere Möglichkeit hier sein. Wild Switch. Achso, du willst Pokémon wechseln, okay. Du meinst. Ah ne, kann ja nicht das Pokémon wechseln. Ah ja, zum Glück habe ich ja Full Restore irgendwo rumfliegen. Wo ist das denn hier? Ah da. Und kann mein Pokémon auch direkt wieder hoch rein. Gut. Dann passt das ja. Dann haben wir auch den Kampf gleich wieder gewonnen. Bugbuzz. Oh komm. Ernsthaft? Diese Attacke? So. Ah, ich will jetzt auf Nummer sicher gehen und setze Flammenwurf ein. Ist mir ein bisschen zu riskant hier. Gegen den noch zu verlieren. So. Tschüss. Mein Gott. Mein Gott, Mann. Ernsthaft. Oh, du bist so stark. Oh, du bist anscheinend doch der Trainer. Ja. Und ja, du liebst deine Pokémon. Hm. Ja, das ist mein Problem. Ich liebe keine Pokémon. Darum missbrauche ich die. Okay. Und ich will Keorum dazu bringen, ihm was zu machen. Okay. Keorum ist... Ja. Gut. Viel Erfolg im Kampf. Welchen Kampf denn? Sind wir jetzt eigentlich fertig hiermit? Ach ja, eigentlich müssen wir in die andere Richtung. Hä? Was ist denn hier los? Ach du... Okay. Dann darfst du ja auch vorbei. Hm. Das, wenn du Korobis besiegt hast. Okay, ach, ich denke mir mal, wir werden schon geheilt. Vor. Wenn da noch irgendwas ist. Oh mein Gott. Ach, du hast Korobis besiegt. Aber nun wirst du dich der wahren Macht von Team Plasma widmen. Hm. Okay. So, die wahre Kraft von Keorum wird aufkommen. Und du wirst zerstört werden. Ja. Und Rishiram und Zekrom werden mein sein. Hm. Okay. Okay. So. Okay, wer ist denn da? Der haut einfach ab? Toll. Okay, was? Chandra, das ist... Oh mein Gott.
Ja, okay. Du hast mein Pokémon gestohlen. Jetzt gibt das wieder her. Mein Gott. So, ich habe aber dein Pokémon nicht gestohlen. Mein Gott, was hat der Typ für Probleme? Geht mal gar nicht mehr. Okay. Oh, natürlich. Die kämpft gegen uns, wenn unsere Pokémon schon... Ich dachte, wir werden vorher geheilt. Nö, von wegen. Na egal. Machen wir das definitiv, glaube ich, auch nicht. Oh, scheiße. Falscher Attack. Ah, Gott. Wenn ich zu schnell klicke, ist es doof. Na, oh, toll. Ja, ist ein Problem. So, ich brauche sowieso nur kurz heilen. Ich denke mal, mit Earthstrike kriegt das hier irgendwie schon gebacken. Iron Red, okay. Wer meinst? So, dann schmeiße ich erstmal Outrage entgegen. Ich habe das Materielle. Ja, das macht recht viel Schaden, gut. Zucker Punch. Was? Wieso darfst du jetzt schon wieder angreifen? Der darf zweimal angreifen? Was geht hier ab? Oh, tschüss. Das geht hier ab, oh mein Gott, ich bin verwirrt. Das ist doof. Absolut, ja, ich wechsle das Pokémon. Thunder, kommst du mal raus. Ich glaube, du müsstest eigentlich gut gegen einen Absolut klarkommen. Ah, das ist ein Problem, wenn man so eine... Ich dachte eigentlich, dass man geheilt wird, aber nö. Unser Kumpel meint ja, nein, das machen wir nicht. Wozu auch? Was ist das für eine Attacke? Okay, ist egal. Nimm Waldschalt statt. Süt! Boom! Ah, der hat irgendwie eine bessere Animation als Sonderblitz. Oh, ach ja, da war ja was. Ich bleib mal im Kampf. Da nutze ich lieber einen Heiltrank. Auf Zander. Oh, Zander. Zeig, was du gegen das X-Pack ausrechnen kannst gleich. U-Turn. Und nicht Attacke. Achso. Und wer kommt? An sich. Oh, hallo Sherox. Wie geht's dir? Mir geht es gut. Und dir? Okay, Donnerblitz. Hm. Er macht sogar noch Schaden. Gut. Pursuit. Hm. Dann setz ruhig die Attacke ein. Die macht sowieso keinen Schaden. So, White Charge. Bullet. Wieso dürft ihr mal vorangreifen? Kann mich irgendwie trollen? So, zack. Tschüss. Mein Gott. Ja, nochmal. Ja, okay, komm raus. Komisches Ding. Dann meins. So. Nochmal einen Hyperdrang einsetzen zur Sicherheit. Wir wollen ja nicht untertreiben. Gut. Frostboys, ne? Also Kreuzgift. Okay, hat keinen Schaden gemacht. Gut. Dann Donnerblitz. Oh, natürlich darfst du wieder vorangreifen. Das Problem ist, es hat eine sehr hohe Initiative. Das ist das einzige Problem an den Ding. Aber es war auch das einzige. Gut. Yay, Schatten. Hm. Wieso labert der immer was von Schatten? Wir sind aber noch nicht hier fertig. Was ist mit dir hier? Warum? Oh mein Gott. Muss ich jetzt meine Pokémon auch noch alle heilen erstmal? Okay, dann heile ich meine Pokémon eben alle. Oh. Sollte ich wirklich tun. Na, kommen wir heute mit dem Schiff auch noch fertig. Irgendwann mal. Hm? So. Ah, Gott, das ist ein bisschen nervig. Was wir hier machen müssen. Okay. So. Hypertränke. Habe ich auch noch massig. So. Dann habe ich mal kurz alles hoch, damit wir auch gleich schön in den nächsten Kampf starten können. So, du wirst auch hochgeheilt. Und du auch noch. Und du und du. Ihr wisst ja, die ganze Müll hier. Gut. Aber wir besiegen noch die Schattentriaden und dann müsste dann eigentlich der Part auch schon vorbei sein. Theoretisch. Hm. Ja, mal gucken. Wie wir uns anstellen. Okay, nächster. So, meine Pokémon sind hochgehalten. Und was willst du jetzt gegen uns machen? Oh, Dreierkampf. Okay, passt. Oh, toll. Shadow, Dit und Earthdrake. Gut. Ach doch. Ah, ich setze auf Flammenwurf ein. Ja, pass auf allen. Ach so, so ein Reihe um Dreierkampf. Ich dachte schon. Mein Gott. Hm. Oh, ein Gengar kommt auch noch. Okay. Ich setze auf Flammenwurf ein. Oh, cool. Exzessor. Oh, shit. Das kann wehtun. Okay, Flammenwurf. Das tut noch mehr weh. Denke ich nochmal. Oder?
Ja, es tut mehr weh. Gut. So. Okay. Das nächste Pokémon kommt uns entgegen. So. Ah, das hat ja nicht so eine hohe Initiative, glaube ich. So, tschüss. Emote. Wir sehen uns dann später. Eventuell. Was? Es hat überlebt? Oh mein Gott. Ach, Doppelteam. Nicht dein Ernst. Das ist ein bisschen doof. Aber egal. So, Dark Pulse. Falls mal das Gengar gleich rauskommt. Eventuell. Nö, will nicht. Okay. Tschüss. Tschüss, Emote. Das war auch so effektiv? Komisch. Egal. Oh, das letzte Pokémon. Was willst du mir entgegensetzen? Du kannst sowieso nichts gegen mich ausrichten. Ernsthaft. Ein Gengar will einen Unicht-Pokémon besiegen. Was ich nicht lache. Gut. Oh, Sander hat sogar Level Up. Cool. Passt alles dann. Oh. 2 Level Ups in einem Kampf. Okay, 3. Toll. Okay. Oh. Ah, du hast gut zugehört. Okay. Ja. Oder du sollst gut zuhören. Ja, ich höre dir sowieso nicht zu. Also von daher. Das ist egal. So. Und du hast wahrscheinlich einen Dreierkampf für uns, oder? Oder was hast du für uns vorzusetzen? Was hast du? Ja, Dreierkampf. Gut. Dachte ich mir auch. Oh mein Gott. Bischof. Oh, komm. Das ist ernsthaft? So. Ja, das ist ein Problem. Ich komme da nicht ran. Nur mit der Attacke komme ich da ran. Hm, komisch. Ah, warten. Ich muss das Pokémon wechseln. Blade, komm du raus. Ich will Erdbeben einsetzen. Obwohl, Erdbeben ist eigentlich eine dumme Idee gerade. Eigentlich müsste ich ja erst. Was? Willst du mich verarschen? Okay, erstmal muss ich den Ballon kaputt machen. So, okay. Aber warum wechsle ich denn das Pokémon? Ach toll. Ich bin so doof. Na egal. Es wird schon irgendwie klappen, was wir hier machen. Hoffen wir mal. Oh, toll. Es hat Fokusband. Natürlich. Es hat alles Fokusband. Anscheinend. So, der Ballon ist kaputt. Und dann kann ich auch gleich Erdbeben einsetzen. Danke. Hoffen wir mal, dass ich überhaupt Erdbeben einsetzen darf. Giftbombe. Utsch. Okay. Flammenwurf auf. Auf dich. Und dann. Brave Bird auf dich. Gut. Und Erdbeben einsetzen. Gut. So. Flammenwurf. Dann sage ich schon mal Tschüss für dich. Vanette. Du bist erledigt. Okay, ist das dann weg und tschüss. Bis scharf. Du bist besiegt. Gut. So, was kriegen wir denn dann gleich als nächstes vorgesetzt? Ach, noch gar nichts? Okay, Brave Bird auf dich. Oh, das macht ordentlich einen Schaden. Oh Gott, nein. Und natürlich ist mal Blade jetzt besiegt. Toll. Toll, toll, toll. So toll. Ach ja, alle haben Überrest irgendwie. Sana, komm du raus für. Ich denke mal, du bist eine gute Wahl. So. Oh. Ja, das ist sogar eine relativ gute Wahl. Du kannst ja sowieso nur den angreifen, also von daher denke ich mir mal, machen wir beide auf den Attacke und dann hat sich das sowieso. Gut. Backbass. Auf wen willst du das einsetzen? Au, oh, scheiße. Das macht Schaden. Flammenwurf. Auf dieses komische Ding. Tschüss, Wiesling. Oder Smogmog, wie auch immer. Gut. Das Ding wird besiegt. Und Dachetlaue. Mal gucken, wie viel Schaden es zufügt. Genügend. Tschüss. So, das Ding ist besiegt. Gut. Dann passt es ja. Wir haben einen Shallow besiegt. Oh, ich konnte doch nicht verlieren. Okay. Kein Grund. Unser Plan ist immer noch stabil. Solange wir Lord Gases helfen. Oh Gott, ne. Mein Gott. Was ist denn mit diesem Vieh? Kannst du es immer noch nicht besiegen? Oh mein Gott. Ernsthaft. Muss ich jetzt auch noch hier runtergehen? Okay, aber ich würde sagen...